Das ist Tamara Ampferer. Sie ist 19 Jahre alt und kommt aus Kundl. Als Malerin und Beschichtungstechnikerin absolviert sie ihre Lehre bei Malermeister Josef Achleitner in Kundl. Heute ist für Tamara ein besonderer Tag, denn sie wird als Lehrling des Monats Juli ausgezeichnet. Die Entscheidung, die Lehre als Malerin zu beginnen, hat Tamara Ampferer nie bereut. Also ich bin in die Polytechnische Schule in Brixlet gegangen und da habe ich oft zweimal zwei Wochen schnuppern gehen können. Und dann habe ich mir mehrere Betriebe angeschaut, also auch andere Berufe. Und dann war ich immer eine Woche da beim Achleitner und dann habe ich gleich gewusst, nein, das passt und das möchte ich da. Und er hat auf dann auch gleich gesagt, ja passt, im September kann ich anfangen. Und dann habe ich am 3. September 2018 meine Lehre angefangen. Zu den Hauptaufgaben von Tamara gehören die Gestaltung und das Streichen von Räumen, Fassaden oder Wänden. Doch nicht nur wegen all diesen Aufgaben kommt die künftige Profimalerin gerne in die Arbeit. Sie freut sich, jeden Tag ihre Arbeitskollegen zu sehen und mit ihnen gemeinsame Projekte umzusetzen. Mit Tamaras Leistung ist ihr Ausbildner Josef Achleitner sehr zufrieden. Ja, die Tamara ist einfach einzigartig. Wie sie sich vor 3 Jahren vorgestellt hat, war sie ein bisschen ein schüchternes Mädchen. Sie war aber immer aufgeschlossen, sie war immer hat immer ein Lächeln im Gesicht. Und jeder, was mit ihr arbeiten hat, was sie mitnehmen hat dürfen, war einfach begeistert von ihr. Sie war von Anfang an selbstständig so gearbeitet und also ein super Griff für unseren Betrieb. In ihrer Freizeit ist die 19-Jährige so gut wie immer beschäftigt. Sie ist nämlich Mitglied bei der Tiroler Landjugend und beim Wintersportverein. Außerdem ist sie eine Makedenterin bei den Schützen. Und das ist noch nicht alles. Fußballspielen und Wandern zählen auch zu Tamaras Leidenschaften. Mit ihrem Engagement in der Freizeit und im Betrieb verdient sie sich den Titel Lehrling des Monats. Tamara Ampferer erfüllt die Kriterien, die wir für so eine Auszeichnung vorgesehen haben. Einerseits ein ausgezeichneter schulischer Erfolg in der Fachberufsschule, andererseits ein hervorragendes Zeugnis durch den Ausbildner, durch den Betrieb. Beide Kriterien hat Tamara großartig erfüllt. Und dann gibt es ein drittes Kriterium, das uns von Seiten des Landes ganz wichtig ist, dass sich ein junger Mensch in der Heimatgemeinde ehrenamtlich engagiert einbringt, dass er zeigt, er ist auch bereit, neben aller beruflichen und schulischen Verpflichtungen für die Gemeinschaft etwas zu tun. Das Land braucht qualifizierte und erfahrene Fachkräfte. Davon ist die AK-Vizepräsidentin Tirol, Verena Steinlechner, Grazia Dei, überzeugt. Ich arbeite auch in einem großen Unternehmen und wir suchen vermehrt natürlich Fachkräfte. Und man sieht, dass jetzt die Lehrlinge sich schon entscheiden, also werden sie Facharbeiter oder werden sie Akademiker. Und man sieht, dass Akademiker wahnsinnig viele jetzt schon am Markt vorhanden sind und keine Facharbeiter. Und die kriegen ja meistens dann auch jetzt schon eine viel bessere Bezahlung. Gemeinsam mit den anderen 11 Lehrlingen kämpft Tamara Ampferer um einen weiteren Titel, nämlich um den Titel Lehrling des Jahres 2021.